Ja, moin, moin, hier ist die Axt im Walde. Wir spielen The Forest. Ihr guckt, was ist neu in The Forest? Und ja, gemeinsam heiße ich euch herzlich willkommen im Jahr 2017. Schon ein bisschen her, ja, als es das letzte Update für The Forest gab. Und offen zugegeben, ich habe hier doch einen faulen Lenz gemacht. Ja, im Dezember hatte ich hier ein bisschen verpasst, dass es hier ein Update 052 gab, zu dem ich dann doch kein Video gemacht habe. Aber, ja, so viel Inhalt ist dann auch nicht gewesen. Was ist neu in 0.52, dass es sich lohnt zu erwähnen, ja? Wir haben einen neuen Modus bekommen im Hauptmenü. Beziehungsweise eigentlich in den Spieleoptionen. Unter Gameplay gibt es hier seit der Version 0.52 den Ersatz für den zuvor benötigten Cheatcode. Ja, Regrowing Trees heißt hier, die Bäume wachsen nach. Hier gab es einen Cheatcode, das ist jetzt hier einzustellen mit On oder Off. Bäume wachsen nach ein, Bäume wachsen nach aus. Ja. In der Version 0.53, die ist gerade eben rausgekommen, hier gestern Abend, ja, gibt es hier neu die Option Allow Building Destruction. Ja. Diese Option ersetzt hier wiederum den Iron Forest. Das heißt, Iron Forest ist an, ich kann mit Off nichts zerstören, erlaube es nicht, ja, und erlaube es, Gebäude zerstören zu können, zu dürfen, wie auch immer, ob das jetzt man selbst ist oder auch der Gegner. Das tut der Sache hier keinen Abbruch. Mit, ja, auf jeden Fall die zwei Modi ersetzen eben die Cheatcodes aus dem Hauptmenü. Meat Mode und Vegan Mode, genau, auch wieder Vegetarian Mode, die bleiben erstmal gleich. Nee, nicht Singleplayer, Back. So, wie machen wir das hier? Vegan Mode, ne? Eingetippert. Das ist nach wie vor, hat sich hier nichts abgeändert. Ich habe auch gerade immer wieder den Meat Mode eingetippert. Neu in der Version 0.52 ist dazu noch, dass hier im Multiplayer Klamotten vorhanden sind, ja, Kleidung. Und hier, sage ich mal, lässt uns die Version 0.53 auch nicht lange warten. Hier gibt es eine Lederjacke, ja, nochmal neue Klamotten. Das ist auch gut so. In der Version 0.52, das ist auch das Letzte, was ich hier anspreche zu dieser Version, kam hier auch noch etwas neu. Spielt man das Spiel durch, gibt es einen neuen Spielemodus. Ja, ich mache hier New Game. Und wie üblich die Auswahl, ja, ich will das normal haben, ich will das Hardcore haben, ja, und das ist der neue Spielemodus, Creative. Ja, er ist experimentell, das auf jeden Fall. Was sich dahinter verbirgt, weiß ich persönlich noch nicht, das gebe ich jetzt hier offen und ehrlich zu. Ich habe es auch ein bisschen ausprobiert, ja, ich bin hier nicht drauf gekommen, aber. Wer hier ein bisschen Bescheid weiß, gibt mir vielleicht einen Tipp in den Kommentaren, bitte. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. Muss ich mich selbst nicht großartig einlesen. Nee, Scherz beiseite. Ich habe ein bisschen geguckt, bin hier nicht drauf gekommen. Jo, wir sehen uns auf jeden Fall gleich. So, der Wetterstand ist gut. Ja, ich bin hier auch bei meiner Behausung. Einer von zwei Behausungen, aber dazu komme ich dann erstmal gleich. Anderes Kapitel hier zwischendurch ist Mod AP. Ja, ist hier die Adresse modap.de für alle diejenigen, die das noch nicht wissen, was hier abgeht, aber definitiv gemerkt haben, die Seite ist nicht erreichbar. Ja, modap.de ist zurzeit, genau, nicht erreichbar. Es gibt aber, bis die Seite wieder funktionstüchtig ist, die souldrinker.de. Ich pappe das hier nachher auch mal unten in die Beschreibung rein. Für alle, die das suchen, ja, noch immer suchen, und ich weiß auch gar nicht, inwieweit das bereits hier bekannt ist, dass es eine Ausweichseite gibt. Ja, Theorie-Neuerungen in 0.53, wozu ihr vorhin im Hauptmenü vielleicht ein bisschen mitgespeckt habt und erkennen konntet, dass es jetzt schon eine Version C gab, ja. Wieder ein bisschen Bugfixing zwischendurch von den Entwicklern, aber es entwickelt sich gut, meine ich, denn hauptsächlich geht es hier um Balance, bis auf ein paar kleine Änderungen bzw. Neuerungen. Ja, eben Theoriestunde, wie gesagt, ganz kurz. Steam Not Initialized soll jetzt im Hauptmenü auch auftreten, wenn es hier ein Berechtigungsproblem gibt. Auch Pfeilverhalten ist jetzt viel besser, das heißt akkurater, das Zeug bleibt hier entweder in allen Tieren oder Gegnern stecken,
prallt ansonsten ordentlich ab. Ja, aber ich sag mal, das sind auch Kleinigkeiten. Bitte liest die nach im Forum .2ofTheForest.net, wo auch die ganzen Patch Notes verfügbar sein werden. Sind eigentlich schon. Ja, komisch. Also auch die künftigen. Und wer das auch nicht wusste, so ein Tipp zwischendurch in forum.stranded-deep.net. Ja, da bauen wir schon ein bisschen was zusammen für Stranded Deep und auch für andere Spiele wie The Land of Pain. Guckt mal hier auch bitte vorbei. Ja, soll ja auch in Kürze was groß kommen dort. Gut, zum Spiel. Der neuen Version meine ich, 0.53. Beim Trockengestell ist hier ein bisschen was abgeändert worden. Ja, der kundige The Forest-Spieler wird das direkt erkennen. Das sieht hier anders aus. Ja, richtig, das sieht anders aus. Die Entwickler meinen, es ist irgendwo zu kompliziert geworden. Und ja, jetzt gibt es hier eine Einfach-Einmal-Variante quasi. Ne? Es ist eigentlich nicht viel, aber ich denke mal, das ist schon ein bisschen übersichtlicher. Ich bin hier auch oft nicht rangekommen, ja, an das Zeug, das hier drin hängt. Nicht nur zum Thema Bug-Reporting, wenn ich hier einen Fehler vom Spiel einmelde zu den Entwicklern, sondern auch grundlegend für verschiedene unterschiedliche Zwecke sind die Entwickler hergegangen und haben gesagt, so, no, lass mal hier Koordinaten einpflegen. Und das machen wir am besten im Hauptmenü rechts unten. Ich habe das jetzt absichtlich hier ein bisschen so positioniert, dass man das schwierig erkennen kann, damit ihr auch alle wisst, nee, Gras ist mal erst nicht so dieser Hintergrund, beziehungsweise helle Töne sind nicht dieser Hintergrund, wo sich das Zeug gut erkennen lässt. Deswegen wandere ich hier zum Baum und ich drücke hier die Escape-Taste für das Pause-Menü und ich sehe das immer noch nicht richtig. Ich wandere weiter zum Baum hinein und hier sind die Koordinaten gut zu erkennen. Ja, 477.5.75.8 und .2498 zerquetschte D-Mark. Verkauft an den Herrn mit der Klatze in der ersten Reihe. Wunderbar. Jo, kann man auf jeden Fall verwenden hier, ich weiß nicht, Horst, komm mal hier rüber. Ich bin auf Koordinaten 432. Das hast du noch nicht gesehen, was da abgeht. Ihr wisst, was ich meine, ja. Oder auch eben für das Bug-Reporting. Reporting. Ganz neu hier dabei ist auch etwas, das eine Funktion ersetzt, die es bisher schon so gab. Ein eisiger Wind bläst uns hier um die Ohren. Und dieses neue Zeug bauen wir eben mal gemeinsam zusammen. Zwei Stück Stock, einmal zwei. Ja, ein Stein, ich habe mir das hier auf dem Speckzettel mitgeschrieben. Zwei Stück Stoff. Und hier insgesamt 10 mal Baumharz. Einmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bekomme ein sogenanntes Repair Tool. Ja, ein Reparaturwerkzeug. Kombinieren. Ja, wie war es auch anders zu erwarten? Ein schöner, schicker Standardhammer. Ich rüste das Vieh mal aus. Ja, und die Hütte ist hier, ja, sichtbar beschädigt ist die nicht, ne? Komm, lass mal hier erst nochmal ein bisschen ramponieren hier das Zeug. Da könnt ihr hier mal angucken, wie scheußlich hier das Zeug dann teilweise aussieht, ne? Das sieht ja wirklich aus wie eine runtergekommene Bruchbude. Das ist wieder ein anderes Thema. Wo ist jetzt hier? Hier ist der Hammer. Befindet er sich dann im Inventar, ist er links unten zu finden. Ich hole ihn mir heraus, ich gehe hier ran und dann kommt auch das Reparatursymbol. Ja, das gab es ja vorher schon, aber ohne den Hammer. Und ich mache jetzt den, ich benutze das hier zum ersten Mal. Ja, mit euch gemeinsam Premiere. Linke Maustaste. Oh ja, okay. Ich verstehe, wie das funktioniert. Linke Maustaste gedrückt halten. Der. Wie heißt denn der Mann nochmal hier? Irgendwas mit Blank? Edward? Nee, ich weiß nicht. Im. Am Ende vom Spiel kann man das erkennen, ja, und in der Mitte unten bekommt man die Anzeige 17 von 25 Reparaturen durchgeführt, 18, 19, 20, ja, und zum ersten, zum zweiten, zum dritten, hier ist es offiziell, dass das Zeug jetzt dem Mann mit der Klatze gehört von vorhin, ja,
Und das ist auch schon repariert. Und genauso ist es das auch schon wieder gewesen mit dem ersten Let's Play hier von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Ich sag mal, tschüss, Grüße an die Mutti und bleibt mir hier treu, ne? Alles Gute. Tschüssili.